Hallo und herzlich willkommen in Redlets Testwelt. Das ist irgendeine Testwelt irgendwo im Nirgendwo. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht, weil mich jemand angeschrieben hat und hat gefragt, ob es möglich ist, dass dieses K-Card-Programm, also Zugang per K-Card, was wir mehrfach im LP eingesetzt haben, beim Nuklearreaktor, beim Generator, glaube ich, haben wir es eingesetzt und ich weiß nicht wo noch, keine Ahnung, hier halt. Und dieses Programm soll die Möglichkeit bieten, einfach mehrere Codewörter zu haben, ne? Also verschiedene Disks. Ich gehe mal davon aus, dass es irgendwie auf einem Server mit mehreren Leuten irgendwie braucht. Und hier haben wir Floppy Disks mit unterschiedlichen Labels. Also dieses U6100C, A277D, Vincent und Passwort. Passwort ist falsch. Diese drei hier sind alle richtig. Und das Programm soll halt die Möglichkeit bieten, dass mehrere gültige Passwörter vorhanden sind. Und das habe ich, wie gesagt, jetzt mal überarbeitet und habe diese gültigen Passwörter, also dieses Vincent, dieses A277 ist ein gültiges Passwort. Warten wir, bis die Tür zugeht. Und hier dieses bekannte U6100C ist ebenfalls ein gültiges Passwort. Das können beliebig viele jetzt sein. Ich habe das Programm so geschrieben, dass es beliebig viele sein können. Und diese Passwörter, die gültig sind, die werden in ein numerisch indiziertes oder an ein Table, in ein Array eingetragen. Das wird automatisch indiziert. Ich kann das ja mal zeigen, wie das aussieht. Also den ganzen Kram kennen wir. Hier haben wir diese Tabelle, dieses Array, ne, mit dem Namen Codes. Und hier sind diese einzelnen Einträge für die Passwörter. Ne? Das ist immer ein, wie soll ich sagen, ein Eintrag. Ne? Und was man hier nicht sieht, ist der Index, der numerisch aufsteigend von 1 bis zum Ende dieser Passwörter geht. Also die Anzahl der, das letzte Passwort ist der höchste Index sozusagen. Und dieses Ding lesen wir im Grunde genommen einmal durch hier in einer Schleife. Und zwar ist das hier, hier fragen wir, ist überhaupt eine Disk drin? Wenn keine Disk drin ist, müssen wir überhaupt nichts machen, dann rutscht der nämlich gleich nach unten und endet hier. Und dann sind wir sofort beim Sleep, das heißt, es wird überhaupt nichts abgearbeitet. Ist allerdings eine Disk vorhanden, dann haben wir eine numerisch indizierte Zählschleife, ne, diese Vorschleife hier, und die beginnt bei 1 bis. Oder sie läuft so oft durch, wie Einträge in dieser Tabelle sind. Und das kriegen wir raus, indem wir hier mit diesem Table dort max n Codes einfach nachfragen, was der höchste Index innerhalb dieser Tabelle ist. Ne? Also von 1 bis so und so viele Codewörter sind drin. Also genau so viele Codewörter, die drin sind, haben wir dann eine Ziffer in der Anzahl dieser Codes. Und so oft wird diese Schleife durchlaufen. Die ist also generisch. Und dann machen wir nichts anderes, als nachzufragen, ist der Code auf der Disk gleich diesem momentan angepointenden Tabelleneintrag in unserer Tabelle. Also ist das Code auf der Disk gleich dem Codewort in der Tabelle, ja, wo wir momentan an der Position dieses Codeworts sind. Ist eben der Fall, dann setzen wir einfach eine Variable auf var. Und springen hier sofort aus dieser Vorschleife mit diesem Break raus. Dieses Break bezieht sich nicht auf diese if-Abfrage, sondern auf diese Schleife. Auf die nächstgültig äußere Schleife bezieht sich dieses Break. Also nicht auf dieses while, sondern auf dieses for. Dann springen wir sofort auf dieser Vorschleife heraus, weil wir sie dann nicht mehr brauchen. Das Passwort ist gültig, also müssen wir nicht die restlichen Einträge lesen. Gehen wir hypothetisch davon aus, dass es immer eine große Anzahl von Einträgen sind, die wir prüfen müssten, und hätten wir jetzt zum Beispiel noch 60, 70 oder 100 oder 1000 oder 10.000 oder noch mehr Codewörter da drin, sonst würde der hier die ja alle lesen. Und mit diesem Break springen wir genau dann raus, wenn wir eine Übereinstimmung gefunden haben. Ist dem nicht so, ist keine Übereinstimmung da, dann wird hier einfach diese Variable Code True auf False gesetzt und er liest jetzt weiter, bis er ein gültiges hätte oder gar kein gültiges, ne? Und dann müssen wir nichts anderes machen, wie das auch in, oder dann kommt kein Unterschied mehr zum vorhergehenden Programm. Jetzt prüfen wir halt, ist diese Variable wahr? Na, also ist ein gültiges Passwort gefunden, dann macht dies und macht das, Tor auf, Tor zu, irgend so ein Scheiß, ne?
was immer dann man tun will. Egal. Die Veränderung ist jetzt dahingehend, dass man beliebig viele Passwörter hier einfügen kann. Und wer möchte, ihr TestPW, wer auch ein gültiges, der kann ja einen neuen Eintrag dazu hinzufügen, indem man hier mit einem zusätzlichen Komma das abtrennt und dann innerhalb von doppelten Anführungsstreichen ein neues PW setzt, was man immer da auch möchte. Und das war's schon. Mehr muss man nicht tun. Den Rest erkennt dann die Schleife wieder automatisch. Dieses Passwort wäre dann auch gültig, ne? So. Dann springe ich hier mal raus. Startup. Oh. So. Genau. Also dieses Passwort ist falsch. Da kriegen wir die Diskette gleich um die Ohren geschmissen, weil es eben falsch ist. Die anderen sind alle richtig. Ne? Also ich könnte mir jetzt auch neue machen mit dem neuen Passwort, dann wäre das auch gültig. Ja, auch so ein Ding. Gut, das war jetzt das erste. Oder vielleicht ist das der zweite Teil, ich weiß es nicht. Ich habe ja noch was, das geht gleich weiter. Bis gleich. So, dann springen wir wieder in unsere gute alte LP-Welt, denn hier geht es jetzt weiter mit einem, mit einer Veränderung oder einem Test, den ich gemacht habe. Und zwar habe ich versucht, über RedNet so ein paar Daten zu übermitteln, in dem Fall von unserer Reaktorkaskade. Jetzt muss ich mal kurz aufräumen, meinen Zettelkram wegtun. Also lade ich jetzt mal schnell diese Welt. Was heißt schnell? So, hier habe ich das Display hergemacht. Jetzt dauert es ein bisschen. So, jetzt sind die Daten übermittelt. Dann muss ich hier... Ich erkläre es gleich, ja? So, also haben wir hier einen stinknormalen Monitor. Das ist so ein Monitor für Computerkraft. Hier hinten dran haben wir natürlich einen Rechner mit einem Wireless-Modem. Der empfängt hier in dem Fall. Und wenn wir was empfangen... Genau, wenn wir was empfangen, dann braucht man natürlich auch einen Sender und die Daten kommen von unserer Reaktorkaskade. Tja, wie erkläre ich das jetzt am blödsten? Fangen wir am besten hier unten an. Was ist das? Ach so. Der hat so Probleme mit der Aktualisierung, weil Fraps wieder mal rumkrebst. Wartet mal kurz. So, also es wird nicht schneller, weil natürlich hier immer mehr Zeug hinzukommt. In der anderen Welt habe ich eben 220 oder 250 Frames gelesen. Hier sind es vielleicht 60, was wir noch schaffen. Mehr schaffen wir einfach nicht mehr. Also hier haben wir unseren ganz normalen Kontrollrechner, der hier diese Daten auswertet. Was auch immer das noch zukünftig sein wird, wird sich zeigen. Und dann habe ich hier ebenfalls ein Wireless-Modem dran. Und das Ganze funktioniert so. Ich kann das ja mal zeigen hier im Programm. Das ist zwar jetzt nicht fertig, weil natürlich durch das Testen noch Dinge drin sind, die entweder nicht nötig sind oder... wie soll ich das sagen? Es ist einfach so, wie es ist. jetzt müssen wir schauen, dann machen wir Edit Startup. Genau, und die Formatierung wird hier sowieso nicht übereinstimmen mit... Weil ich ja hier drin nicht editiere, das mache ich jetzt bloß, damit ihr etwas seht, sondern ich mache das halt mit Notepad++. Müsst ihr selber erst schauen. Hier ist zum Beispiel das so verschoben, ne? Das stimmt bloß, dass die Formatierung nicht. Genau. Was ich letztendlich mache... Moment, das ist ja einfach zu unübersichtlich, ne? Also jedes Mal, wenn wir diesen Reaktor, die Ausgänge dieser, oder den Stromfluss der einzelnen Reaktoren überprüfen, das machen wir ja eigentlich hier, ne? Dann innerhalb einer Schleife mache ich das, damit man nicht 5 oder 6 Mal schreiben muss, wie viele Reaktoren man hat. Also man könnte jetzt auch 10 Reaktoren da dran tun, dann würde das auch so, dieses Konstrukt funktionieren, auch mit 10 Reaktoren, ne? Und dann mache ich hier nichts anderes, als zu gucken, was mit diesem Bandlet-Kabel los ist. Und dann würden wir das ja ausprinten, das sehen wir am Bildschirm. Ich habe mir, als ich mir überlegt habe, wie ich über diesen über RedNet kommuniziere, habe ich eigentlich gedacht, diese Daten kann ich als Tabelle schicken. Das wäre mir sehr lieb gewesen, eine ganze Tabelle zu schicken. Das geht natürlich nicht, weil dieses RedNet-Send... oder dieses RedNet als solches, wenn man Daten übermittelt, nur Zeichenketten zulässt, also alphanumerische Zeichenketten. Ja? Und zwar
Muss ich mal schnell schauen, wo habe ich das, wo habe ich das so, wo habe ich das? Wo ist es denn? Mensch, ich sende das doch hier irgendwo. Hier. Ja, also man muss letztendlich bei diesem RedNet Send, das ist der eigentliche Sendebefehl, muss man sagen, über an welchen Rechner, ne? Das steht in dieser Variablen MID. Ne? Und diese eigentliche Zeichenkette, die man übermitteln möchte, steht hier in dem Fall in Temp. Ja, das ist eine zusammenhängende Zeichenkette, müsst ihr euch als Wort, als sehr langes Wort einfach vorstellen. Tabellen lässt er also nicht zu. Ne? Und also habe ich hier angefangen zuerst und habe mir überlegt, Mensch, das machst du mit einer Tabelle, kein Problem. Und zwar hier, na sag mal, hier, also gehen tut das auf alle Fälle. Man könnte jetzt hier 20 Reaktoren haben und er würde jedes Mal, wenn er die überprüft, in eine Tabelle hineinschreiben, die Daten als solches. Und also das, wie erkläre ich das jetzt? Den Zustand des Reaktors würde er hineinschreiben. Er würde. Mensch, das muss ich selber überlegen. Für was war das I hier? Moment, Table Insert. Genau, das ist der Index. Der Index, den hole ich mir automatisch aus dieser Vorschleife heraus. Das macht er auch automatisch, ne? Aber ich mache das lieber so. Und wir tun ein on hineinschreiben. Nee, was ist denn dann in RData? Muss ich selber überlegen. Ach so, Mensch, RData ist die Tabelle als solches, ne? Also füge in diese Tabelle RData mit dem Namen RData einen Index ein und einen Zustand. Mehr habe ich da nicht gespeichert. Und da könnte der jetzt unendlich viele Einträge in diese Tabelle machen. Und dann hatte ich mir überlegt, diese Tabelle, hier gebe ich die zurück in diese Funktion, einfach über RedNet zu übermitteln. Das ging natürlich nicht, also habe ich hier einfach weitergeschrieben. Und zwar rufe ich hier eine Funktion auf. Hier steht sie, ne? RedNet Send. Da übergebe ich diese Tabelle. Ich übergebe, wo das Modem sitzt, also rechts, links, oben, unten und den Empfänger. Den muss man ja auch mit angeben. Und dann mache ich diese RedNet-Verbindung auf. Dann wird die aktiviert. Und zwar nach 20 Pausen a 0,3 Sekunden, weil unser Gesamtschleifendurchlauf, ein Umlauf, brauche hier 0,3 Sekunden. Wenn wir alle 0,3 Sekunden irgendetwas senden und das sehr oft machen, mit vielen Rechnern, entsteht ein Overhead. Um das zu umgehen, senden wir nur alle oder intervallweise, sagen wir das so, wir senden also intervallweise. Wie kriegen wir so ein Intervall, indem wir eine Variable hochzählen? Also, 20 mal 0,3 Sekunden in dem Fall sind 6 Sekunden, ne? Stimmt das? Muss ich jetzt selber überlegen. Sind 30, 0,3 sind 6 Sekunden. Ganz genau. Also alle 6 Sekunden gehe ich hier einmal her, mache diese RedNet-Verbindung auf und dann lese ich diese Tabelle, die irgendwo jetzt ist, ne, deren Zustand sich nicht geändert hat. Die lese ich jetzt und tue diese Einträge, die innerhalb dieser Tabelle sind, in dieser generischen Vorschleife, als Zeichenkette hier nach Temp übermitteln. Ja, also den Index, ein Gleichheitszeichen, das konkatenieren wir mit einem Tabelleneintrag gemäß diesem Index dieser Tabelle. Und hier haben wir noch einen Trenner. Anhand dieses Trenners kann man zum Beispiel später diese Einträge, diese zusammenhängenden Zeichenkette, die kann man wieder separatisieren, also aufsplitten, ne? Mit einem geeigneten Konstrukt kann man quasi diese Einträge, die jetzt als einheitliche Zeichenkette zusammenhängen, wie so ein Bandwurm, von dem man immer ein Glied abschneidet. Man muss bloß wissen, wo man abschneidet. Also habe ich einfach gesagt, hier nimm dieses Zeichen als Trenner. Ne? Da kann man auch was anderes reinschreiben. Muss man aber aufpassen. Nein, okay, das erkläre ich jetzt nicht. Das würde einfach zu weit führen. Das würde viel zu kompliziert werden. Man kann natürlich auch hier unten schon eine Zeichenkette die Daten reintun und dann übermitteln. Ne? Das Konstrukt hat sich bei mir einfach ergeben. Ich werde es trotzdem weiter verwenden, weil ich diese Tabelle mit einem Rutsch dann übermittle. Ne? Also ich sammle die Daten und tue das dann in einem Rutsch übermitteln. So, dann haben wir diese Daten hier in dieser Zeichenkette. Die wächst also mit der Anzahl der Reaktoren und der Einträge in dieser Tabelle. Und dann schicken wir diese zusammenhängende Zeichenkette, die jetzt etwa so aussieht.
Lass mich mal kurz überlegen. Also sie beginnt zum Beispiel hier so, dann kommt ein Gleichheitszeichen und dann kommt off oder on, das sendet der, ne? Im einfachsten Fall. Und dann kommt hier dieses, muss ich selber schauen. So. Oh, Entschuldigung, das geht nicht. Na, oh, komme ich jetzt hier raus? Gar nicht. Moment mal, lass schauen. Wie kann man denn jetzt hier wieder aus diesem Escape geht nicht, safen will ich nicht. Ich glaube noch mal. Genau, hier. So ein Zeichen und dann kommt 2 und so sieht diese Zeichenkette jetzt aus, ne? Also zusammenhängend hängen diese Daten einfach hintereinander weg zusammen. Da gibt es auch interessantere Funktionen, die in der Lage sind, innerhalb von Lua eine komplette Tabelle als String zu serialisieren. Ne? Also das ist dann wie so ein Byte-Stream, muss man sich das vorstellen. Kann man auch machen, ist in dem Fall nicht angebracht, viel zu aufwendig. Das ist nämlich nicht ganz einfach. So, dann übermitteln wir diese Zeichenkette, ne? Also diesen ganzen Daten, kladderadatsch, den wir gesammelt haben mit einem Rutsch. Und dann sagen wir hier, macht diese RedNet-Verbindung wieder zu, weil wir es ja nicht mehr brauchen. Die müssen wir auch nicht offen halten. So, und dann werden diese Reaktoren wieder geprüft. Alle 0,3 Sekunden wird das hier geprüft. Und wenn wir 20 Prüfungen abgeschlossen haben, ne, dann senden wir die aktuellsten Daten hier wieder über dieses RedNet-Send, indem wir die Verbindung aufmachen, senden und die Verbindung wieder schließen an unseren Zielrechner. Das war's dann schon. Jetzt sage ich immer Exit, Start, Up. Und das Ganze geht eigentlich dann so schnell, dieses Öffnen, Verbinden, dass wir hier auch nicht sehen, wenn der sendet, weil das einfach sehr, sehr schnell geht, ne? Dann wird nämlich hier diese Antenne kurz rot. So. Also die Daten kommen hier weg. Das kann man jetzt mit mehreren Rechnern machen, ne? Also ich sage ja, der soll an diesen Rechner hier oben senden und man muss auch wissen, in der Standard-Config, in der Config zu Computerkraft steht auch drin, wie weit diese Entfernung sein soll, ja, von Sender und Empfänger, wie weit die auseinander sein dürfen in Blöcken. Standardmäßig sind das 64 Blöcke. Ich habe hier ein Riesenschwein gehabt. Es sind nämlich aufgerundet auf einen ganzzahligen Wert sind es 63 Blöcke. Da haben wir noch ein paar Nachkommastellen. Wenn wir das eigentlich auslesen, die müssen wir abschneiden. Oh, was ist das hier los, wenn Lärm? So. Und hier sehen wir, der ist permanent auf Empfang geschaltet. Ich spring da mal raus. Ach so, das geht jetzt nicht, ne? Ah, das ist natürlich hier doof. Wie komme ich denn hier zurück? Weil ich natürlich jetzt hier bin, ne? Auf diesem. Was haut denn da jetzt nicht hin? Ah, der hat irgendwie neu gestartet, ne? Ist irgendwie abgestürzt. Lass mal gucken. Weil ich da jetzt rumgedrückt habe. Okay. Und ich muss ins Bett, verflucht. Deswegen ist für mich dieser Minecraft-Tag-Nacht-Zyklus eigentlich hinderlich. Das ist so ein Ding, was mich eigentlich tierisch nervt. Bei solchen Sachen, die ich ja eigentlich mache. Wir können es nochmal versuchen. Vielleicht klappt es ja dieses Mal. Kann ja sein. Man weiß es ja nicht, ne? Der hängt doch immer noch drin. In der Schleife. Der ist ja nicht rausgesprungen. Doch, jetzt. Jetzt sind wir ja aus dem Programm rausgesprungen. Wo zeige ich das jetzt am blödsten? Ich erkläre es einfach, weil das jetzt sonst zu lange dauern würde. Tja, wo ist es eigentlich? Hier, nee. Ich suche nämlich gerade meinen Ausdruck. Ich habe hier also einen kleinen Ausdruck dazu gemacht. Dann tue ich mich leichter. Da machen wir auch nichts anderes als diese mit RedNet Open sagen wir wieder, wo der Wireless-Empfänger oder das Bundle-Kabel sitzt, mit dem wir zwei Rechner miteinander verbinden. Und dann leiten wir diese Ausgabe, die gesamten Ausgaben, die dann entstehen, auf diesen Monitor hier um. Das geht mit Term Redirect. Und dann machen wir innerhalb einer Schleife, kann man damit RedNet Receive
Also auch ein Befehl, der zu RedNet gehört, einfach mal die RedNet-API durchlesen. Ich mache das ja auch nicht anders. Ich weiß auch standardmäßig erstmal gar nichts. Ich lese halt dann diese Dokumentation. Und mit RedNet-Receive haben wir drei Rückgabewerte, ne? Also wenn wir irgendetwas empfangen, egal woher das kommt, der empfängt nämlich alles, was er so bekommt, kriegen wir einmal die Entfernung geliefert mit ein paar Nachkommastellen, also dieses Distance. In dem Fall 63 haben wir gerade noch so Schwein gehabt. Wir kriegen die eigentliche Message, die wir senden, also diese Zeichenkette, von der ich vorhin gesprochen habe, ne? Und wir kriegen die Sender-ID, also die ID des Rechners, der diese Nachricht verschickt hat. Das bekommen wir alles. In drei Variablen kann man das speichern und ich tue mir dann quasi hier eine Zeichenkette basteln und sage hier diese SID64 und diese Distanz sollst du mit anzeigen, damit ich einfach so grob weiß, was hier los ist. Und dann gehe ich her und tue diesen Byte oder diesen String, den kann man dann wieder lesen. Und man kann ihn auch zerlegen, weil wir ja ein Zeichen eingefügt haben, ne? An dem wir diese einzelnen Einträge hier kennen, die entferne ich hier mit String GSAP, kann man diesen String entfernen, man kann auch ersetzen, also ich tue hier ein Blank einfügen noch zusätzlich, dass die Abstände einfach passen. Man kann aber auch umbrechen, also man kann sagen, dass er untereinander stehen, ne? Also 1, 2, 3, immer nach unten würden dann diese Einträge stehen. Ist sinnvoll, wenn man viele, viele Einträge hat und man hier auch Platz mit dem Monitor hat. Ich habe den nicht. Und dann mache ich nichts anderes, als diesen Mist im Grunde genommen rauszuprinten, ne? Und das geschieht alle 3 Sekunden hier. Also alle 3 Sekunden liest er einmal die Schleife. Das reicht völlig aus und dann erzeugt das auch kein Overhead. Das Datenaufkommen gilt es immer klein zu halten. Unsere Welt ist groß und wie ihr seht, haben wir jede Menge Scheiß da drin, ne? So. Und das tut er jetzt alle 3 Sekunden, läuft er einmal durch diese Schleife und tut diese Daten sozusagen auswerten. Jetzt könnten wir hier unten drunter, könnten wir noch irgendetwas anderes von einem anderen Sender auslesen. Und das wollte ich jetzt mit euch mal zumindest hardware-technisch aufbauen hier. Dann brauchen wir so einen, nee, Rechner brauche ich nicht. Alles, was wir brauchen, ist das Modem. Dieses Modem geht. Mensch, ich hatte es doch vorhin. Modem war was mit Redstone-Fackel. Hier. Und Stein. Komme ich da mit 6 Steinen hin? Weiß ich jetzt nicht mehr. Naja, da könnte ich die eigentlich alle mitnehmen und den Rest reinschmeißen. So. Also euch hier rein, dann die Hälfte der Steine weg oder sagen wir noch mehr. Hier, ich glaube die Fackel in die Mitte und die Steine außenrum, das müsste das Modem sein. Ja, genau. Also eine ziemlich billige, einfache Geschichte. Und jetzt könnten wir Daten auswerten, die von irgendeiner entfernten Station versendet werden, ne? Wir haben zum Beispiel hier. Haben wir einen Rechner, wie ihr sehen könnt, das wäre eine Geschichte, der diesen Fusionsreaktor automatisch bestückt. Brauchen wir die Informationen? Nein, die brauchen wir eigentlich nicht, weil der Automatismus so gut funktioniert, dass uns diese Informationen scheißegal sind. So, diese Geschichte hier, da haben wir auch einen Rechner mit der Entladung, ne? Das könnte man vielleicht übermitteln, aber diese Information ist auch eine unwichtige Information, die wir können da sowieso nichts machen. Also das Ding, das funktioniert ja. Welche Information wäre wichtig? Man könnte hier diesen Rechner anzapfen. Das wäre vielleicht eine Lösung. Hier haben wir ja überall auch Sender dran, Wireless-Sender. Und die senden hier zu diesem Rechner. Jetzt muss ich mal schauen, wie das Programm hieß. BP, das war ein ganz einfaches Programm. Ja, das war's. Der prüft hier diese ganzen Zustände, dieser Wireless-Receiver. Was könnten wir zum Beispiel wegsenden? Biogeneratoren, Lava-Vorrat, Biomasse-Tanks. Weiß nicht, brauchen wir diese Informationen?
Ob der Harvester aktiv oder inaktiv ist. Also ich kann das alles eigentlich nicht wirklich brauchen, weil diese Sache funktioniert hier tadellos vollautomatisch, ne? Es kann, das Einzige, was passieren könnte, ist in dem Sinne, dass irgendwann hier dieser Dünger ausgeht. Aber vorher wird das Spiel abstürzen oder mein Windows neu installiert werden müssen, irgend sowas. Nee, das ist eigentlich Blödsinn, diese Daten auszuwerten. Also so auf die Schnelle habe ich da kein Konzept dafür. Das macht eigentlich keinen Sinn. Ich brauche diese Daten nicht wirklich. Ja gut, Lava-Vorrat. Das ist auch so ein Schwachsinn. Höchstens im Reaktor, ne? Wir haben noch einen zweiten Reaktor. Ich weiß gar nicht, Hitze tut er nicht auswerten. Man könnte höchstens nachfragen, ob er in Betrieb ist oder nicht. Das wäre natürlich ein Ding. Hier. Mal schauen, ob ich überhaupt eine ordentliche Disk dabei habe. Hier. Und ob überhaupt Platz ist. Dann könnte man hier vielleicht noch ein paar Daten rüberschicken. Das wäre sinnvoll. Ja, Quatsch. Ich muss ja hier runter. So. Tja, und jetzt muss ich hier irgendwo... Was meint das jetzt? Muss ich wahrscheinlich alles wegnehmen. Das hier sieht gut aus. Nach unten... Wenn das erlaubt ist, könnte ich hier unten durchaus ein Modem anbringen. Und dann könnten wir zum Beispiel sagen, wir könnten fragen, ist diese MFSU voll und ist der Reaktor an oder auf? Also diese beiden Daten, die könnten wir übermitteln. Das wäre vielleicht ein Ding. Dann macht man sich hier ein Modem dran. Wie meint das jetzt? Kommen wir da nicht hin, ne? Ich müsste hier ein Loch reinmachen. Das ist jetzt auch eine umständliche Sache eigentlich. Können wir das noch dran machen? Hier geht's nicht, da ist ein Kabel angeschlossen, Bandlet-Kabel. Hier oben ist eine Lampe angeschlossen, da geht's auch nicht. Hinten würde es noch gehen. So. Jetzt müssen wir mal schauen, wie ich das am blödsten anstelle. Ja, da kommen wir gerade so hin. Nein, 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 nein. So hier, wo bin ich jetzt? Hilfe. Ich muss das nämlich... Ist jetzt ein bisschen verzwickt. So, jetzt. Geduckt und angebracht, dieses Modem. Jetzt haben wir das Modem dran. Das heißt, der kann schon mal Daten senden. Und dann muss ich natürlich das Programm umschreiben, den entsprechend. Ne? Also ich muss diese Daten wieder sammeln. Muss sie als String an diesen Rechner hier oben senden. Und muss diese Daten dann auf dem Bildschirm mit zusätzlich anzeigen. Das zeige ich euch dann in der nächsten Folge, weil das würde jetzt zu lange dauern. Die Folge ist eh schon wieder zu lang. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge mit was auch immer und dieser Geschichte hier mit diesen zusätzlichen Daten. Bis dann. Tschüss.